Aufrufer der Lichtgeschwindigkeit 299, heute Ostermontag, 5. April 2010. Ein schöner Tag, es ist viel zu kalt, der Frühling steht in den Startlöchern und ich habe drei verschiedene Sachen. Das eine ist, ich habe zusammen mit der Bild-Zeitung und der Piratenpartei, die ich ja bin, eine gemeinsame Kampagne für den 9. Mai, der Wahl von unserem Spitzenkandidaten Nico Kern in Nordrhein-Westfalen. Also Bild-Zeitung, Axel Springer Verlag und Dr. Dietmar Möfs als Basispirat. Jeder Pirat als Einzelkämpfer wird ja permanent aufgerufen, sich am Wahlkampf zu beteiligen. Diesen Aufruf habe ich ja ausdrücklich angenommen und stoße nun immer auf Fragezeichen, wieso machst du das überhaupt, darfst du das denn und so weiter. Ich darf das. Wir sind ja Piraten in der Piratenpartei und wir sind alle aufgerufen, etwas zu tun. Und jetzt also mit der Bild-Zeitung habe ich gemeinsam eine super Kampagne und zwar mit Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer gibt für 500 Euro einen Einkaufsschein aus für die schönste Interpretation seines Liedes. Und Ditscher hat schon einen vorgelegt und jetzt komme ich hier. Ich habe mir den Text aufgeschrieben. Gute Freunde kann niemand. Also Piraten, Flagge zeigen. Im Wahlkampf für Nordrhein-Westfalen, wir stehen gegen die Blockparteien. Die Blockparteien. Mein zweites Thema heute ist nämlich, ich habe nun mal zur Medienlage Folgendes mir Mühe unterzogen, unterworfen, bin ganz verzweifelt. Und zwar habe ich mir den Online-Wahlkampf der Parteien angeschaut. Bei der CDU zum Beispiel ist alles hellblau, Celeste, sagt der Argentinier. Es sieht ein bisschen aus wie Babynahrung. Herr Rüttgers sagt natürlich, dass er für alles ist. Er hat dauernd kleine Gespräche im Video mit seinen Wählern, die fragen ihn was und dann sagt er, ja, Sie haben ganz recht, ich gebe 100 Millionen für Kindergärten aus und so. Ich möchte mal sagen, die Zahlen, die er da so nennt, die sind immer mit mehreren Nullen durcheinander. Also die CDU hat ein sehr aufwendiges Online-Portal, sie fordern die Wähler zum Spenden auf, zum Eintreten in die CDU, natürlich zur Fortsetzung der Partei CDU im Landtag in Nordrhein-Westfalen und so weiter. Ich finde es alles in allem sehr seicht von Rüttgers und der CDU, alleine deshalb, weil keines der Probleme angesprochen wird und alles, was auch die Bundesregierung verheimlicht bis zum 9. Mai völlig ausgegrenzt wird. Das heißt, wir werden Herrn Rüttgers im Wahlkampf jetzt fragen müssen, was tun Sie, wenn die Gemeinden und Landkreise pleite sind? Wo werden die 10 Milliarden Euro im nächsten Jahr gespart in Nordrhein-Westfalen, die gesetzmäßig einzusparen sind in den Haushalten? Wen trifft das? Wird Mehrwertsteuer erhöht? Was macht Rüttgers für eine Aussage zur Inflation und so weiter? Viele Sachen, die man fragen kann. Gut, aber nur ganz kurz, Online-Wahlkampf. Die SPD hat einen Auftritt, der heißt NRW-SPD, in einem Wort, kann man im Internet bei Google leicht finden. Und die SPD beschwört sozusagen, dass nun durch Herrn Gabriel in der Bundes-SPD ein neuer Wind weht, sozusagen, und zwar der alte Wind der SPD. Und dann werden also im Blog Diskussionen gemacht, ist das schon das neue Gefühl der alten SPD, ist es wieder so schön wie vorwärts früher und so weiter und keiner ist richtig überzeugt. Und ebenfalls die SPD als Blockpartei macht keine Ansagen zur Krise. Was passiert mit der Wirtschaft? Es werden nur leere Forderungen gestellt und riesige Geldausgaben an die Wand gemalt, die man nicht finanzieren kann. Das haben wir auch bei den Grünen und das haben wir auch bei der Linkspartei. Während allerdings bei der Linkspartei mir aufgefallen ist, dass die wirklich frohen Mutes sind und die werden in Nordrhein-Westfalen ja eine Fühlung haben zur Basis und werden im Wahlkampf auch auf der Straße merken, ob sie ein gutes Gefühl haben können. Die Linkspartei tritt also mit dem Slogan an, Linke original sozial. Das finde ich irgendwie witzig. Und sie reden von Druck von links an Lippe, Rhein und Ruhr und haben dann immer schöne Bilder in ihren Aufgeboten und so weiter. Und haben dazu dann Sarah Wagenfeld
die ja vielleicht auch ganz attraktiv ist. Und so gesehen sieht es so aus, als wenn die Linken in diesem Wahlkampf von den ganzen Blockparteien, das sind alle die, die den Krieg mitmachen, die in den Regierungen sind, die die Schulden mitmachen und die Lügen und die die Staatsquote und die Dienstklasse befördern, alle diese Parteien, zu denen gehört die Linkspartei auch, denn auch das Land Brandenburg, in dem die Linkspartei in der Regierung ist, oder das Land Berlin oder Mecklenburg, die sind im Krieg. Ja, also die Antikriegsposition der Linkspartei selbst äußert sich in den Parlamenten darin, dass sie mitmachen. Das muss man sich klar machen. Die einzige APO, die nicht zu den Blockparteien gehört, sind die Piraten. Man kann also bei den Piraten das Online-Portal finden und das ist noch in der Weiterentwicklung, aber es gibt schon alle Aktivitäten der Piratenpartei im Wahlkampf bekannt und ich finde, dass sich das mal jeder anschauen sollte, denn es wird sehr auch die Möglichkeit geboten, dass man mitmachen kann, die Piraten als Mitmachpartei, als Basispartei und da würde ich sagen, ins Internet gehen, Piratenpartei und dann das Wahlkampfportal von Nordrhein-Westfalen angucken, dann geht es los und die sagen, die Piratenpartei ist eine Internetpartei und im Netz spielt Distanz keine Rolle. Das sagt die Piratenpartei. Ich kann nur sagen, Freunde, ihr habt doch eine Macke. Das stimmt überhaupt nicht. Natürlich spielt die Distanz eine Rolle. Und wenn ich mit jemandem rede über die Kamera ins Internet, dann ist das was anderes, als wenn ich mit jemandem zusammen am Tisch sitze oder wenn ich mit jemandem telefoniere, den ich persönlich schon getroffen habe. Insofern ist das Fernfuchteln über das Internet wirklich etwas Neues und etwas ganz anderes. Es eröffnet aber auch neue Beteiligungsmöglichkeiten und wahrscheinlich ist das gemeint. Und ich werde jetzt mal über den Text in dem Online-Angebot der Piratenpartei mal drüber gehen und mit liebenden Augen kleine Verbesserungen bringen. Da ist noch eine Menge zu tun. Aber es ist ja auch noch nicht der 9. Mai. Und die Piraten stellen ja für sich selbst den Anspruch, neu und anders zu sein. Und dann sind solche Anlaufproblemchen wirklich nicht entscheidend. So viel wollte ich sagen. Und nun für alle Piraten, die hier die Farben von Nordrhein-Westfalen und Flagge zeigen wollen. Ich habe ja meine eigenen Flaggen immer. Hier das, die Sportflagge, ist witzig mit dem Kopf da oben drüber, da mal Verstecken spielen. Das ist ein, wie heißt das, Halfpipe Wintersportler. Also natürlich ist das die Flagge von Italien eigentlich. So, jetzt wollte ich noch sagen, 34 Tage bis zum 9. Mai und dann habe ich noch etwas für alle Piraten, die der Meinung sind, dass jemand im Anzug damit nicht seine Höflichkeit gegenüber den anderen Menschen zum Ausdruck bringt, sondern sich von den Piraten distanziert. Das ist natürlich völlig Unsinn. Ich habe unter dem Anzug natürlich ein T-Shirt von den Piraten. Nein, also dieser Diskussion mache ich nicht mit. Wer mit schlechten Zähnen unter Menschen geht, der hat nicht nur selber den Nachteil, ungesund zu sein, sondern er mutet anderen Leuten auch ein vergammeltes Gebiss zu. Da sollte man sich mal Gedanken drüber machen. Das ist unhöflich und nicht schön und deshalb kann man, wenn man unter die Menschen geht, selber zeigen, dass man eine gewisse Menschenzuneigung und Liebe hat, auch durch die Mühe, wie man sich die Haare kämmt oder wie man sich die Fingernägel sauber macht oder die Schuhe putzt. Und deshalb ich jetzt hier mit Augenklappe für die Piraten, die das ohne Symbolik nicht verstehen. Bitte, liebe Piraten, neu und anders machen, auch besser machen wäre gut.